Pietro Lombardi hat sich nach seiner Auszeit von Social Media mit einem kurzen Clip zurückgemeldet, in dem er ein emotionales Interview ankündigte. Jetzt wurde dieses veröffentlicht und darin sprach der Sänger über viele Schicksalsschläge in seinem Leben. Er fühlte sich innerlich leer und habe sich verloren. Aus diesem Grund entschied er sich für die Pause. In den 26 Minuten redete Pietro so offen wie nie und darin kam auch sein Leben seit dem Sieg bei DSDS zur Sprache. Auch ging es um seine Eltern, die ihn seiner Aussage nach nie geliebt haben. Aber vor allem sprach Pietro unter Tränen über einen Tag, der sein Leben veränderte, die Geburt seines Sohnes Alessio. So verriet er Details, die bisher geheim gehalten worden sind. Das Kind kommt und du wartest auf diesen Atemzug. Und der kommt nicht, erinnert sich der Musiker zurück. Außerdem meinte er, dieses Gefühl wünscht man niemandem. Seit diesem Tag hat sich mein ganzes Leben verändert. Du hast deine Frau da liegen, der du helfen willst, und deinen Sohn, der um sein Leben kämpft. Doch die Ärzte kämpften um Alessio und nach 6 Minuten sei der erste Atemzug von ihm dann da gewesen. Unter Tränen erzählte Pietro die Geschichte im Interview. Seither will er zusammen mit seiner Ex Sarah Engels für den gemeinsamen Sohn da sein. Da ist auch Sarahs neuer Partner Julian eine Stütze, meinte der Phänomenal-Interpret weiter. Ich vertraue Julian zu 100%. Er ist eine Stütze für mich. Papa kann nicht immer da sein, aber er versucht, eine Art Ersatz zu sein. Wir haben eine super Lösung für alle gefunden. Zum Glück hat sich am Ende also alles zum Guten gewendet.